Einen Film über Fahrradsicherheit zu machen, kann riskant sein und erfordert Gelenkigkeit. Uiuiui, Gottes Willen. Ich hab echt ein bisschen Schiss. Ist aber auch spannend. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so ein Crash-Test-Dummy. Was ist hier gerade passiert? Gut, wenn keine blauen Flecken bleiben. Mein Hals ist quasi wirklich stabil. Kurz gesagt, das passiert, wenn dir nichts passiert. Reporter Vincent besucht einen Mann, der das Fahrradfahren sicherer machen will. Antonio, oder? Richtig, hi, servus. Grüß dich. Antonio Ackermann kennt sich aus mit Sicherheitstechnik. Und das ist er, der Airbag für Fahrradfahrer. 800 Gramm Gewicht, wasserabweisend, hergestellt für City-Radfahrer. Vincent ist etwas skeptisch, aber neugierig. Warum jetzt Fahrrad? Also ich meine, man sieht ja auch jetzt so richtig viel dran, an ein Airbag ans Fahrrad machen geht nicht, ne? Nee, das geht nicht. Also natürlich, ein Airbag am Fahrrad ist ein bisschen schwierig umzusetzen und aus dem Grund halt eben ein tragbarer Airbag. Das, was du anhast? Genau. Das ist der Airbag, genau. Da drin ist einiges an Technik verbaut. Ein Sensor sitzt in der Brusttasche, der konstant Position und Geschwindigkeit des Radfahrers analysiert. Der Sensor löst den Airbag aus, wenn der Fahrer stürzt und der Oberkörper plötzlich in Schieflage kommt. Was aber, wenn das Bike mit einem Auto zusammenkracht? Dann kommt ein zweiter Sensor ins Spiel. Der sitzt am Rahmen und ist permanent mit dem Brustsensor verbunden. Im Moment des Zusammenstoßes schlagen beide Sensoren Alarm. Und der kommt in einer Kapsel mit CO2 an. Hier innen sitzt ein kleiner CNC-gefräster Alukopf mit einer kleinen Sprengladung. Und hier sitzt die Elektronik, die halt eben die Bewegungsanalyse macht in Echtzeit. Und wenn sie dann eben feststellt, dass ich mich unnatürlich jetzt bewege durch den Sturz, dann gibt es ein Signal an den Zünder, der löst die CO2-Kapsel aus und dann geht der Airbag auf. Wie schnell geht es dann, dass die Weste auslöst? Wenn wir jetzt fahren und das System erkennt dann innerhalb, also gebündelt in 80 Millisekunden, den Sturz und löst den Airbag dann aus. Ich würde sagen, als Chef der Weste, du probierst es mal zuerst aus. Also pass auf, okay, ich werde es dir auch demonstrieren. Aber damit du mehr so ein bisschen verstehst, wie der Airbag aufgeht und wo er schützt, hätte ich mal vorgeschlagen, dass wir erstmal an dir eine Demo-Auslösung machen. Einfach ganz, bleib ganz entspannt. Gesagt, getan. 1, 2, 3. Oh, Jesus. Ui, ui, ui. Eine Explosion für ein neues Gefühl von Sicherheit. Es geht halt so schnell, man ist sofort so versteift irgendwie. Ne? Aber das soll die Weste ja auch machen, der Airbag, dass ich wirklich hier geschützt bin, gerade in diesem Bereich hier. Wie als würde mich jemand nehmen, fest umarmen und würde so machen, so richtig so, genau. Beweg dich nicht. Ja. So hat sich's angefühlt. Bevor Vincent das Ganze auf dem Bike ausprobiert, sehen wir erstmal, was die Ballonweste im Extremfall drauf hat. Dafür haben die Hersteller natürlich keine Kollegen, sondern die Puppen fliegen lassen. Dieser Crashtest zeigt, bevor der Fahrer auf die Fläche knallt, wird der Airbag schon aktiviert. So sollen Nacken, Rücken, Brust und damit die lebenswichtigen Organe geschützt werden. Es ist eng auf Deutschlands Straßen. Nie zuvor waren so viele Autos unterwegs. Dazu kommen immer mehr Fahrräder und E-Bikes. Das kann gefährlich werden. Rund 84.000 Fahrradunfälle gab es 2021. Der Fahrradhelm hilft schon sehr, aber wie Unfallexperten wissen, ist bei Stürzen nicht nur der Kopf gefährdet. Das Verletzungsmuster umfasst in einem Viertel der Fälle Brustkorbverletzungen mit Rippenbrüchen, Schlüsselbeinbrüchen oder schweren Lungenquetschungen. Und in einem Fünftel der Fälle kommt es zu Wirbelsäulenverletzungen, zum Teil mit Nervenschäden und bleibenden Lähmungen. Ein Grund mehr zu testen, ob die Weste hält, was sie verspricht. Vincent, bist du bereit? Ich hab echt ein bisschen Schiss. Mich hat's, glaube ich, noch nie irgendwie auf die Mütze gehauen. Das ist das erste Mal. Vielleicht verschwinden Vincents Zweifel ja beim Warmfahren. Also klar fühlt man sich irgendwie ein bisschen sicherer mit der Weste, aber irgendwie jetzt direkt ausprobieren möchte ich vielleicht nicht unbedingt. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so ein Crash-Test-Dummy. Während sich Vincent Mut anfährt, sorgt Antonio für eine weichere Landebahn. Schließlich wollen wir keine Verletzten. Ob sich der Airbag aufbläst, bevor Vincent auf die Matte stürzt? Ah, ich brauche noch mal einen Moment, ich brauche noch einen Versuch. Kein Problem. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, also das kostet einfach zu viel Überwindung. Dann muss eben Antonio ran. Ob der Airbag seinen Sturz gut abfedert?
Uiuiuiui, Gottes Willen, ey. Und? Mir geht's gut. Genau in dem Moment, als Antonio aufprallt, löst der Airbag aus. Gerade noch rechtzeitig, aber auch ganz schön spät. Und nicht so schnell wie beim Crashtest. Also man muss auch sagen, die Weste wäre noch mal schneller, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad gegen ein Hindernis geprallt wäre. Dass der Airbag nicht ganz so schnell prall wurde, liegt am Setting. Bei unserem Test war der Sturz kontrolliert und aus Sicherheitsgründen nicht ruckartig. Daher haben die Sensoren laut Antonio seine Schieflage erst später erkannt. Und wie ist die Dämpfung der Weste? Für den Check will sich Vincent jetzt auf die Matte stürzen. Ohne Fahrrad. Dafür wieder mit einer Demo-Auslösung. Was ist hier gerade passiert? Krass. Es geht alles so schnell, das kriegst du gar nicht alles mit. Zumindest habe ich jetzt den Eindruck, dass die Weste schon das tut, was sie verspricht. Und zwar, sie schützt meinen Oberkörper, sie stabilisiert irgendwie meinen Hals. Das Gute, die Weste ist wiederverwendbar. Eine neue CO2-Kapsel rein und fertig. Aber das alles hat seinen Preis. 699 Euro kostet die Weste. Jede extra Kapsel 59 Euro obendrauf. Aber das ist ein stolzer Preis. Klar, es ist nicht wenig, aber die Technik, dann die Entwicklung, das ganze Pipapo, das spielt natürlich da eine Rolle, ja? Ganz entspannt. Beim Dreh wurde es laut. Und eng. Hat aber auch irgendwie Spaß gemacht. Stürzen wie ein Marshmallow ist aber nicht gerade günstig. 699 Euro ist natürlich wirklich eine Ansage. Das steht so ein bisschen über allem. Aber so viel Technik, so viel Sensorik, die da verbaut ist, das kostet natürlich auch im Endeffekt. Und was ist einem die Sicherheit wert? Keine Ahnung, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe gesehen, es funktioniert und das gibt mir ein gutes Gefühl.